die Regeln noch schärfer in der Düsseldorfer Umweltzone und das hat Folgen zum Beispiel für Mettmann. Als die Umweltzone hier in der Landeshauptstadt im Februar 2009 eingeführt wurde, da gab es nämlich noch eine Ausnahmeregelung, zum Beispiel für die älteren Busse der Rheinbahn. Diese Ausnahmegenehmigung, die läuft Ende 2010 aus. Und für die Rheinbahn bedeutet das, die alten Stinker müssen woanders eingesetzt werden. Busse mit dieser Plakette müssen wohl bald draußen bleiben. Die rote Karte für die alten Stinker der Rheinbahn. Viele bedienen Strecken innerhalb der Düsseldorfer Umweltzone zwischen Dorotheenstraße und Rheinufertunnel. Damit dürfte wenigstens für diese Wagen zum 1. Januar Schluss sein, wenn die aktuelle Regelung verschärft wird. Ungefähr ein Viertel der Flotte ist davon betroffen, das sind über 100 Fahrzeuge. Trotzdem will die Rheinbahn nicht auf den Einsatz der alten Busse verzichten. Die Busse werden nach und nach ausgemustert, natürlich sind die ältesten Fahrzeuge, aber die werden auch noch in den Überlandstrecken eingesetzt, weil wir fahren ja über das Dorf hinaus noch in Kreis Mettmann, wo wir luftklimatisch und lufttechnisch andere Bedingungen haben. Das heißt, die Feinstaubproblematik und die Stickoxidproblematik ist ja vor allem ein Thema der Innenstädte und die werden dann eben außerhalb der Innenstädte eingesetzt. Außerhalb der Innenstädte eben zum Beispiel in Mettmann. Hier halten die Busse der Rheinbahn quasi im Minutentakt. Doch anders als in Düsseldorf gibt es in Mettmann keine Umweltzone. Heißt grün, gelb oder rot, alles ist erlaubt. Das nutzt die Rheinbahn aus. Umweltschutzeffekt gleich null. Es führt in der Umweltzone zu einer deutlichen Entlastung, aber außerhalb der Umweltzone kann es natürlich zusätzliche Emissionen bedeuten, wenn die Fahrzeuge weiterfahren. Erst wenn die Fahrzeuge außer Dienst gestellt werden, ist die Entlastung vollständig eingetreten. Für die Rheinbahn ist das Ganze eine wirtschaftliche Frage. Ein neuer Bus kostet bis zu 300.000 Euro, eine Investition, die auf 10 Jahre angelegt ist. Busse mit roter Plakette vor Ablauf dieser 10 Jahre aus dem Verkehr zu ziehen, wäre aus wirtschaftlicher Sicht unvernünftig. Immerhin will die Rheinbahn diese Wagen als erste ersetzen und damit auch die Luftverschmutzung in Mettmann wieder verringern. Ja, und ich möchte Sie jetzt nochmal aufrufen.